Im Fall des im Zuge einer Zwangsräumung abgebrannten Hauses in Tübingen geht die Polizei von einem Gebäudeschaden von rund 500.000 Euro aus. Das Haus, das sich im Besitz des Landes befindet und von der Universität Tübingen genutzt wurde, ist einsturzgefährdet und muss abgerissen werden. Wie hoch sich der Schaden bei den im Haus gelagerten kulturgeschichtlichen Archiven beziffert, ist noch unklar. Auch die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden. Ein Betreten des Gebäudes durch Brandermittler ist lebensgefährlich. Erst nach dem Abbruch des Hauses kann der Schutt dann von Brandermittlern untersucht werden.